Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich präsentiere euch heute dieses Gerät hier. Wisst ihr, was es ist? Das hier ist ein Puppenbuggy, geeignet für Kinder ab 3 Jahren und damit kann man seine Puppen durch die Gegend kutschieren. Hergestellt wurde dieser Buggy von Bayer und ich denke, wir werden den mal ruckzuck zusammenbauen und dann mal eine von unseren Puppen hineinsetzen. Der Zusammenbau von diesem Kinderpuppenbuggy geht auf jeden Fall super schnell. Man zieht einfach hier den Griff nach oben. Dann klappt sich der Buggy auch schon aus. Wir müssen hier vorne diesen Stoffsitz noch durch die Stäbe ziehen. Dann das Ganze umdrehen und hier unten das Mittelstück durchdrücken, einrasten lassen und schon ist unser Puppenbuggy von Bayer aufgebaut und ich finde das Design wirklich niedlich. In lila mit so kleinen Blümchen drauf, Herzen und einem Schmetterling. Hier vorne der Sitz ist rosa, die Rückenwand lila und er sieht wirklich im Prinzip aus wie eine kleine Ausgabe von einem richtigen Kinderbuggy oder eine Karre. Wirklich cool, so können kleine Kinder ihre Puppe überall hin mitnehmen und das Ganze auch noch benutzen, um vielleicht laufen zu lernen für die ganz Kleinen. Da habe ich schon mal gesehen, dass Kinder sich hier dran festhalten und dann versuchen laufen zu lernen. Allerdings sollte man hier dann was Schwereres reintun, damit der Puppenwagen nicht abhebt. Auf jeden Fall ganz niedlich. Wir werden mal eine von unseren Puppen hineinsetzen. Hier haben wir unsere Newborn Baby Puppe von Simba und die ist wirklich ziemlich klein. Hier vorne ist noch so ein Gurt, den kann man fester stellen, damit die Puppe nicht so leicht herausfällt. Auch hier können wir die Arme über diesen Gurt machen und schon sollte unsere Puppe relativ fest in dieser Puppenkarre sitzen. Passt auf jeden Fall auch. Wir schauen mal, wie es mit einer größeren Puppe aussieht. Hier mit unserer Babyborn. Und auch die hat hier schon ihren Platz in der Karre gefunden. Passt perfekt. Ich glaube, noch größere Puppen passen hier nicht hinein, aber ich denke, größere Puppen gibt es auch gar nicht. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Größe. Nicht zu klein, dass sie hier durch den Gurt fällt. Und sie füllt auch den kompletten Sitz aus. Ich glaube, man könnte hier an der Seite vielleicht sogar noch eine zweite Puppe oder auch ein Stofftier, ein Teddybären hineinsetzen. Das ist eigentlich egal. Ich glaube, eine Puppe muss da nicht unbedingt hinein, sondern eventuell auch ein Stofftier. Ich finde die Karre auf jeden Fall cool. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch besitzt oder besessen habt und was ihr vielleicht alles da drin rumkutschiert habt. Vielleicht eure Puppe, euren Hund oder sogar noch was ganz anderes. Ich weiß nicht, vielleicht kleine Geschwister. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir, wie gesagt, nette Kommentare. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!